Und damit herzlich willkommen zu einem Video, wie man denn den Stoff auf eine Leinwand bringt. Die Materialien, um die Stoffe jetzt zum Beispiel auf die Leinwand zu bringen, sind einmal ein Tagger, aber ihr müsst schon einen nehmen, der auch in Holz funktioniert, also ihr könnt keinen Bürotagger dafür nehmen. Dann eine Schere, im besten Fall eben eine Stoffschere und einen Hammer, eventuell, falls zum Beispiel die Taggernadeln nicht richtig fest sind. Und natürlich den Stoff. In meinem Fall ist es ganz normaler Leinenstoff, den ich mir jetzt im Künstlerfachmarkt geholt habe. Aber es gibt eben extrem viele verschiedene Stoffe, zum Beispiel auch ganz grobe, noch extrem feinere. Das müsst ihr dann nach euren Belieben eben anpassen. Ich denke, dazu werde ich auch irgendwann noch ein extra Video machen, wo ich die ganzen verschiedenen Stoffe vorstelle. Jetzt soll es natürlich darum gehen, wie bekommt ihr denn auf euren gebauten Keilrahmen diesen Stoff? Ihr kauft euch da den Leinenstoff, den ihr gerne möchtet. Wie gesagt, es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Arten. Ihr müsst schauen, was für euch am besten geeignet ist. Ihr rollt den Stoff aus, je nachdem wie groß. Bei manchen kleinen Leinwänden reicht es aus, wenn ihr euch den vorher einfach markiert mit dem Stift und ausschneidet. In meinem Fall ist die Leinwand viel zu groß. Da breite ich den Stoff auf den Boden aus und lege ihn drauf. Achtet darauf, dass die genannten Erhebungen auf den Stoff zeigen. Also die flache Seite muss weg vom Stoff zeigen und nicht da drauf. Ihr seht es ja sehr gut im Video. Das ist immer relativ wichtig, weil der Stoff am Ende ja straffer wird und dass da trotzdem noch ein bisschen Bewegungsfreiraum für den Stoff bleibt. Ja, wenn ihr den Stoff dann draufgelegt habt, nehmt ihr eure Stoffschere oder eine andere Schere, die eben gut Stoff schneiden kann. Und schneidet den Stoff grob um die Leinwand aus, versucht nicht zu viel Material zu verschwenden, da der Stoff nicht ganz billig ist. In meinem Fall muss ich dann am Rand ziemlich viel noch wegschneiden, was schade ist, aber ich hätte sowieso mit dem Streifen nichts weiter anfangen können, also hätte es nicht gelohnt, den extra nochmal abzuschneiden. Wenn dann die Leinwand genau in der Mitte von dem Stoff liegt, also auf jeder Seite in etwa gleich viel übersteht, nehmt ihr euren Tagger, zieht den Stoff schön straff über das Holz und taggert eben dann diese Nadeln da drin fest. Achtet darauf, nicht zu straff den Stoff zu machen, denn am Ende wird das sonst beim Leim eventuell reißen, weil sich das Ganze dann noch ein bisschen zusammenzieht. Das ist eine ziemlich teure Sache, wenn das passieren soll, dann schade drum. Diese kleinen Schlitze an der Seite, an der Kante, werde ich immer nochmal extra taggern, das ist einfach zur Sicherheit. Normalerweise hat man ja wie gesagt die Dreiecke, die wir am Ende reinschlagen werden nach der Grundierung. Aber ich mache das ganz gerne einfach, dass die Leinwand noch ein bisschen besser hält. Genauso mit den Leisten in der Mitte werde ich dann auch nochmal diese mit den Außenleisten zusammen taggern. So, jetzt kommen wir nochmal schnell zur Faltung, die ist schwer zu erklären. Schaut euch am besten einfach ein Video jetzt nochmal hier an. Ihr solltet aufpassen, es ist eigentlich nur eine optische Sache, dass eben diese Kante ganz an den Ecken immer schön flach ist und schön sauber aussieht. Also versucht es etwas so zu tricksen, so zu falten, dass es eben ganz gut wirkt und nicht übersteht. Ja, wenn ihr dann fertig seid mit ringsrum, kommt man dann eigentlich eben zum Leimvorgang, der dann immer noch ein ganzes Stück dauern wird. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Leinwand jetzt sehr, sehr locker. Also das schwingt ganz schön mit. Ich zeige es euch gerade mal hier im Video. Und man kann natürlich auch noch perfekt unter die Keilrahmen durchfassen auf die Leinwand. Und deswegen muss das Ganze jetzt eben geleimt werden, damit das eine schöne Straffe erhält.